Dr. Derek für Dr. Derek TV. Ja, Dr. Konichi, wir gehen mal kurz ein paar Cosplayer bequatschen. Und wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Das sind die Cosplayer von lauter Cosplayer, nicht? Houston, we have a problem. Ich sehe hier ein Pinkie Pie und... Morgen bin ich als Pinkie Pie. Hier ist Pinkie Pie. Pinkie. Ja. Pinkie Pie. Hi. Hi. Wie lange hast du für dein Cosplay gebraucht? So von Start bis Ende oder nur reine Arbeitszeit? Reine Arbeitszeit, Kosten, alles. Also angefangen habe ich ungefähr 2 Monate, bevor es fertig wurde. Ich hätte es aber auch innerhalb von einer Woche schaffen können. Und was stellst du so ungefähr da? Ein Crossover zwischen Portal und My Little Pony, erkennbar... An dem Portal-Kreis und auch an Aperture Science hier. Das sehr ist schön. So ein Semi-Cosplay. Wie ist so die allgemeine Akzeptanz von deinem Cosplay? Also, ich war damit auf der Gamescom und da war das ziemlich cool, weil man wurde sofort erkannt. Alles klar, vielen Dank. Kein Problem. Nun zu dir, was stellst du denn da? Shell aus Portal 2. Nur Portal 2, kein My Little Pony. Nee, also ich bin morgen als Pinkie Pie Cosplay da. Ich bin auch totaler My Little Pony Fan, nämlich. Aber heute mit meiner Portal Gun. Aber Pinkie Pie hättest du schon mal waschen können. Pinkie Pie hättest du schon mal waschen können. Ja, ich stelle mich halt überall mit hin. Ich finde es scheiße, sie abzutun. Wie lange hast du die schon? Meine Pinkie Pie, die habe ich zu Nikolaus bekommen. Ich habe noch eine große zu Hause, die habe ich dann zu meinem Geburtstag bekommen. Aber seitdem nicht mehr gewaschen? Doch, die andere schon. Aber hier kleben noch sämtliche Essensreste dran. Das ist der Regen und das Styropor. Alles klar, dankeschön. Okay, tschüss. Und hier neben mir habe ich den total awesome Cheese Sandwich. Hi. Hi. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dass hier eine Pinkie Pie dabei ist, ist deine beste Freundin. Natürlich. Ponys sind immer beste Freundinnen. Kaufst du Zundmerch? Was ist das? Kaufst du Zundmerch? Mir sagt nicht, was das ist. Also. Schäm dich, schäm dich, schäm dich, schäm dich. Sorry. Nee, wirklich, schäm dich. Okay. Sehr schön. Machst du einen Contest mit oder wie? Ja, ich habe von dem My Little Pony Karten Contest gehört und da werde ich es auch gleich mitmachen. Um 14 Uhr, wenn er anfängt. Bist du morgen auch wieder da, aber als Pinkie Pie? Nein, morgen was anderes dann als Simon von einem Videospiel. 8-Bit Odyssey. Kennt kaum jemand. Kenne ich auch nicht. Ja. Erzähl uns mal da ein bisschen was drüber. Ein sehr cooler Dungeon-Crawler, wo du zum Beispiel die Karte selber zeichnen musst. Wenn du also verkackst, weil die Karte nicht zu sehen ist oder irgendwas falsch angezeigt ist, hast du immer selber Schuld. Weil und auch sehr schwierig das Ganze mit den Monstern. Man stirbt sehr oft, aber trotzdem, es macht Spaß. Schweres Spiel ist einfach gut. Hört sich total awesome an. Vielen Dank fürs Interview. Bitte sehr. Dr. Derek für Dr. Derek TV hier von der Zundfraktion. Wir haben hier ein paar orange Cosplayer. Hallo, wie heißt du denn? Regula. Regula, wie lange hast du denn für dein Cosplay gebraucht? Für was? Für dein Cosplay. Du bist ja hier auf einer Convention mit Cosplay-Contest. Nö. Ja, was nö? Ich bin von der Piratenpartei und ich stehe hier, weil letztes Jahr die Leute von der Konichi so unheimlich gerne unsere netten Karten gehabt haben. Ja, wenn du ein Piraten-Cosplay hast, dann fehlt aber der Augendeckel noch. Ja, das stimmt. Die kannst du mir ja mal besorgen. Ist klar, was macht ihr denn hier so? Wir stehen hier rum und versuchen, mit netten Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, das hast du jetzt geschafft. Was erzählst du denn den Leuten so? Ich erzähle ihnen im Moment sehr viel über die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TISA. Das ist das, was im Moment auf europäischer Ebene verhandelt wird und was uns hier in Deutschland unsere Umwelt-, Bildungs- und medizinischen Versorgungsgesetze aushebeln wird. Und dagegen wehren wir uns. Interessiert es die Leute denn? Sie sind eigentlich nur zum Spaß haben hier. Wie das so ist mit dem Spaß. Wenn sie Spaß haben, das kann ich
ich Ihnen aus fachlicher Sicht sagen, dann interessieren Sie sich plötzlich auch für Sachen. Das heißt, erst muss der Mensch sich mal entspannen und dann erst kann er auch wieder gerne was Neues aufnehmen. Und da kommen hier schon Leute. Ich habe heute schon gute Gespräche geführt. Das heißt, erst der Spaß und dann die Keule. Ich glaube nicht, dass es bei uns die Keule gibt. Ist klar, nur kurz zur Statistik, eigentlich machen wir das nicht, aber wie alt sind Sie denn? Ich werde nächstes Jahr 60. Engagieren sich trotzdem für die Piratenpartei? Jawohl, bei uns gibt es Junge wie Alte. Respekt, gut, danke schön. Danke. Der nächste Cosplay, den wir haben, das ist die Feuerwehr. So, hi, wer bist du denn? Haru. Und du cosplayst als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau? Nein, als Free. Als wie bitte? Free. Was ist das denn? Ein Schwimmanime. Ein Schwimmanime, erzähl uns mal ein bisschen was drüber. Ah, da sind die zuständig für. Einfach die Verantwortung abgeben, das geht gar nicht. Erzähl uns mal ein bisschen was. Nein, das sind die zuständig für. Da. Gut, dann geben wir mal ab, wenn die Dame nicht mit uns sprechen will. Hallihallo, wie heißt du denn? Hallo, ich heiße Kaito, aber ich cosplay heute Nagisa. Und du bist ein Schwimmanime? Ja, wir sind aus einem Schwimmanime. Da geht es halt hauptsächlich ums Schwimmen und um Freundschaft und so. Schwimmen und Freundschaft. Für Freundschaft ist aber eigentlich My Little Pony zuständig, oder wie findest du das? Ich habe leider nicht so viel My Little Pony Ahnung. Solltest du aber mal ansehen. Ja, ich finde ein paar Lieder ganz cool, aber ansonsten habe ich mir noch nicht angeguckt. Die ganze Serie ist awesome, tu das. Okay, mache ich. Wunderbar, danke. Schön. Und wir haben hier etwas sehr Flauschiges. Hallo, wer bist du denn? Voltila. Oh, erzähl uns mal ein bisschen was drüber. Ich bin ein Pokémon. Also ich hätte gedacht, du wärst ein PU-Schaum wandelnder. Nein. Und was kann das Pokémon so? Auf der Wiese Gras fressen. Welche Attacken? Komm, erzähl uns mal. Da ich ein Voltilamp bin, Blitz. Nur Blitz, das kann aber Pikachu auch, ist ja langweilig. Ja, ich kann auch noch Tackle. Mach das nochmal, komm bitte, einmal auf die Schulter. Tackle. Fall ich gleich hinterm Dash Linux weg? Sagst du dazu? Awesome. Ziemlich awesome, vielen Dank. Bitte. Ja. Nach so viel Cosplay haben mein Furrystab und ich ziemlich viel Hunger. Deswegen fragen wir jetzt mal die Küche, was es alles zu essen gibt heute. Entschuldigung, was gibt es denn heute alles zu essen? Kuchen. Wie viel Kuchen? Erdbeerkuchen und jede Menge Muffins. Ist alles dabei? Ja. Zeig uns mal. Raschel, raschel. Aus der Edeka-Tüte, hoffentlich nicht gekauft, sondern selbst gemacht. Oh, das ist ja gekauft. Ja. Ich habe heute frei, deswegen. Du bist ein Koch im Real Life? Ja, bin ich. Und was cosplayst du hier? Haruka Nanasee aus Tree. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Hier haben wir einen Bioshock-Menschen, der versucht gerade verzweifelt hier in sein Zuhause einzudringen. Hallihallo, wer bist du denn? Sprich nicht mit uns. Alles klar, wie viel hat denn dein Cosplay gekostet? Zu viel. Zu viel? Hat sich's gelohnt? Ja. Würdest du My Little Pony kaufen? Nein. Nein, alles klar. Gehört dir dieses Hatermobil hier? Nein. Nein. Gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß, dieses Gitter hier zu bekloppen. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Ciao. Hallo, wer hat dich denn bestellt? Wieso, wer mich bestellt? Ja, wer hat dich denn bestellt? Ich verstehe die Frage nicht. Du stehst hier wie bestellt. Ach so, ich war doch meine Schwester. Ach so, deine Schwester hat dich bestellt und nicht abgeholt. Die kommt gleich erst. Die kommt gleich erst. Hast du immer so eine Stimme? Ja, wieso? Hast du die nicht gekauft, extra fürs Cosplay? Nein. Nein, was stellst du denn da? Loki Lavison von Erde 616 aus den Marvel Comics. Wo hast du den Edi gelassen? Der Edi ist im großen Saal und hat gerade... Was hat er gerade gefilmt? Habe ich vergessen. Jetzt ist auf jeden Fall Cosplay-Preisverleihung. Wird als nächstes gefilmt, während ich hier draußen bin und Stills filme. Kennst du Holla? Die Waldfee. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Was sagst du zu Holla? Willst du Holla grüßen? Grüß Holla. Hallo Holla. Danke. Hallihallo, wer bist du denn? Ich bin Isabel. Isabel, wie lange hast du denn für dein Cosplay gebraucht? Ich bin hier zum Sanitäterdienst. Also bist du nicht auf anderen Conventions auch unterwegs mit diesem Outfit? Nein. Aber wie viel es gekostet hat, kannst du uns verraten? Gar nichts. Gar nichts? Das sieht aber sehr professionell aus. Ja, habe ich von der Einsatzleitung bekommen. Also für euch Malteser gibt es extra eine Cosplay-Einsatzleitung?
Auf jeden Fall, ja, ganz genau. Wunderbar, dankeschön. Kein Problem. Wir haben hier auf der Konichi Morgan Freeman gefunden, hallo. Du hast ja ein super Cosplay, wie viel hat das denn gekostet? Mehr oder weniger, alles klar. Wie lange bist du da dran gesessen? Ja, sehr schön. Willst du mit uns noch was essen gehen? Wie alt ist deine Oma? Wann erscheint Half-Life 3? Leviosa, extra für den Shepard hier. Wen haben wir denn hier? Fred und George. Was treibt ihr hier so? Rumchillen, Süßigkeiten verticken. Schließe ich mich an. Was habt ihr denn alles dabei? Erstmal Wetter. Ja, also wir haben magische Bohnen. Magische Bohnen? Ja, ich komm schon wieder durcheinander hier. Blöde Serie. Zu viel Fernsehen. Hilf mir mal. Ihr müsst euch jetzt nicht extra duellieren hier vor unseren Augen. Habt ihr auch mit Puppe-Geschmack? Nee. Kannst du mal ausprobieren. Hat es die magische Lebensmittelaufsichtsbehörde genehmigt, dass ihr hier Süßigkeiten verkauft? Psst. Oh, da habe ich was verraten. Nichts gesehen. Kennt ihr Holla? Wen? Kennt ihr Holla? Sagt mir jetzt so nichts. Aber ihr wollt Holla grüßen, oder? Na klar. Okay, dann grüß mal schön Holla in die Kamera. Hallo, hallo Holla! Ich bin ein Safari-Boy. Ich bin hier mit meinem Safari-Boy 2 unterwegs. Ja. Ihr habt aber keine Beziehung. Nein, wir haben keine Beziehung. Wie viel hat euer Cosplay gekostet? Gar nichts. Nichts. Das habt ist Alltagskleidung. Habt ihr geschenkt bekommen? Auf der Straße gefunden? Genau. Selbst genäht? War in so einer Box drin, das haben wir gefunden und einfach mitgenommen. Und dachten, ja. Bei Oma auf dem Dachboden geklaut? Genau. Eben. Definitiv. Wunderbar. Kennt ihr Holla? Wer? Nein. Ihr kennt Holla nicht? Nein. Aber ihr wollt Holla grüßen? Nein. Nein. Grüß mal Holla in die Kamera. So mit mir zusammen. Hallo Holla. Ich Holla. Hey, hallo Fluttershy. Hi. Wie war die Reise von Ponyville hierher? Lang, aber wir sind letztendlich angekommen. Bist du mit dem Zug gekommen oder mit dem Pegasai geflogen? Mit dem Zug. Mit dem Zug, das ist ja langweilig. War es auch, ja. Wie viel hat denn dein Cosplay gekostet? 50, 60 Euro. Alles klar, Respekt, sieht gut aus. Dankeschön. Kennst du Holla? Wir hätten heute die exklusive Chance, ein kostenloses Meet and Greet mit Holla zu organisieren. Hättest du Lust teilzunehmen? Kenn ich nicht. Willst du nicht? Kenn ich nicht. Aber Holla willst du grüßen? Kann ich gerne grüßen. Grüß mal in die Kamera. Hallo. Dankeschön. Attacke, wer ist hier verrückt? Ich bin Julio. Ich brauche Klopapier für mein Arschloch. Aus welchem Universum bist du ausgebrochen? Bier. Aus dem Bier-Universum. Erzähl uns ein bisschen was über das Bier-Universum. Das Bier-Universum ist cool. Was ist noch cool? Alles ist cool. Pissen ist cool, oder? Ja, das ist auch cool. Ja, cool, ja. Ficken, ficken, ja, ficken. Nochmal. Ficken, ficken, ja, ficken. Willst du auch mit dem Furry-Stab hier treiben? Ja. Treiben. Oh, danke sehr, das Loch wäre hier. Danke, ist für unseren YouTube-Kanal. Was sagt ihr dazu, dass hier Hater unterwegs sind? Hater? Hater? Habt ihr das Hater-Mobil nicht gesehen? Nein. Nein. Nein, nein. Was ist der Hater? So zusammenschlagen. So zusammenschlagen. Love and tolerate. Yes. Sehr schönes Cosplay, wie viel hat das gekostet? Dankeschön. Oh Gott, so billig. Vielleicht 20, 30 mit Perücke. 20 Euro, also das meiste von Omas Dachboden geklaut. Wow. Du? 80? 40, 50. Gehört die Zahnspange auch zum Cosplay? Nein, eigentlich nicht. Würdet ihr denn Vinyl Stretch kaufen? Vinyl Stretch? Was ist das? Oh. Kennt ihr Zund? Zund, nein. Kennt ihr kein Zund-Merch? Nein. Kauft Zund von Zund? Okay. Nee, kauft Merch bei Zund. Hier hätten wir gerne 50 Euro für. Nein. No money, wir sind Cosplayer. 45? Nein. Kein Geld als Cosplayer. Kein Geld. Kein Geld? Ach, schade. Trotzdem schön.
Ja. Kennt ihr Holla? Holla? Mhm. Aber ihr wollt doch sicher Holla grüßen. Hi Holla! Hi! Hallo! Nochmal alle im Chor. 1, 2, 3. Hi Holla! Dankeschön. Bitte. Hi, wer bist du denn? Ich bin der Simon. Und Simon, was stellst du hier denn da? Den Ruffy aus One Piece. Und der hat so einen langen Arm? Ja, der hat die Gum-Gum-Frucht gegessen und ist ein Gummimensch und kann deswegen sich strecken. So. Was kann er noch alles mit seinem Arm? Ja, er kann ihn aufblasen, dass er groß wird und... Aber du kannst dich nicht selber aufblasen, dass du größer wirst? Nee, nicht ganz. Alles klar, dankeschön. Ja, bitte. Ash Linux für Dr. Derek TV. Das bin ich. Ja, und wie wir sehen, die Umbrella Corporation ist ja auch tatkräftig mit der Security-Einheit unterwegs. Meine kurze Frage, wie viele Millionen sind hier in die Messe geflossen von euch? Ich weiß nicht. 1 Million. Aha, also ihr dürft keine Auskunft darüber geben? Nein, das ist privat. Ah, okay. Aber wahrscheinlich ist das hier ein großes Versuchstestgelände, oder? Genau. Oh, jetzt habe ich es herausgefunden, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich exekutiert. In der Tat. Okay, vielen Dank. Ja, bitteschön. Dr. Derek TV hier nach der Mittagspause. Wir haben schon gesehen, ein Bügelbrett am Stiel, Fagottismusmusik auf öffentlichen Wegen und ein Mann vom Ordnungsamt, der leider nicht vor die Kamera wollte. Denn da durfte. Deine Hose wird so. Durfte. Er wollte, aber er durfte nicht. Deswegen gehen wir uns mal umsehen, was hier noch für Gestalten rumlaufen. Wir haben hier den Awesome Morgan Freeman vor uns. Morgan, kannst du uns ein bisschen was über dein Cosplay erzählen? Naja, also eigentlich spricht Gordon Freeman ja nicht. Ich mache heute mal eine Ausnahme. Also, dieses wunderschöne Schmuckstück ist leider, muss ich gestehen, gekauft. Und der Rest ist einem Kunststoff, so einem Gummi. Hauptsächlich zusammengeklebt und zusammengetackert. Also alles, was hält, gemacht und ging schneller als erwartet. Ich habe für den ganzen Anzug nur 2 Tage gebraucht. Wie viel Geld hast du denn dafür ausgegeben ungefähr? 70 Euro. War es das wert? Ja, absolut. Aber hallo, einmal Gordon Freeman sein, das ist es absolut wert. Wen bringst du als nächstes um? Gordon Freeman? Ich schau mich mal um, wenn ich hier irgendwo welche vom Combine sehe, dann sage ich Bescheid. Alles klar, wunderbar. Dankeschön. Bitteschön. Season 3. Genau, wann kommt Half-Life 3? Ah, Valve kann nicht bis 3 zählen. Kann ich bis 3 zählen, okay. Aber sehr schön, dankeschön. Bitteschön. Wir treffen heute die Bewacher der Verkehrsschilder. Hallihallo. Ihr seid die Bewacher der Verkehrsschilder. Was treibt ihr denn hier so genau? Verkehrsschilder bewachen. Was sind das für besondere Schilder? Eine gute Frage. Ich habe keinen Führerschein. Verbot? Verbot der was? Bei Diamond, darf ich nicht parken, oder? Das hat bestimmt viel gekostet zu einem Cosplay dazu. Wie viel hat denn das Zeug gekostet? Die Schilder? Ja. Das hat die Stadt bezahlt. Das haben die sponsort. Der Connections zur Stadt? Genau. Ist alles korrupt? Bitte? Alles korrupt, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Würdet ihr einen My Little Pony Doktor kaufen? Nein, danke. Nein. Warum nicht? Ich mag My Little Pony nicht. Und warum ist das so eine schöne Serie? Es geht um Pony. Ja. Pony ist komisch. Alles klar. Warum? Sie sind komisch. Es ist keine Entschuldigung. Mich hat mal eins gebissen. Ja, darf's. Das dürfen Ponys. Nein. Doch. Kennst du Holla? Was für ein Ding? Kennst du Holla? Nein. Aber du willst Holla grüßen. Hallo? Holla. Holla? Grüßt mal Holla in die Kamera auf 3. 1, 2, 3. Hallo Holla. Dankeschön. Ich werde hier auf der linken Seite von Fabelwesen bedroht. Hallihallo, wer seid ihr denn? Ich bin Lilly. Ich bin Devil. Oona. Und was stellt ihr so da? Eine böse, ja, wie soll ich das umsetzen? Das ist eine böse Prozesse sozusagen, die von einer guten zu einer bösen von mir gemacht worden ist. Spiegelt es diesen Con-Gedanken wieder, diese böse Prinzessin? Ich habe keine Gedanken heute. Völlig leer? Ja. Ich habe die Frage nicht verstanden. Diese böse Prinzessin diesen Con-Spirit widerspiegelt hier. Ja. So, alle sind böse, alle sind Hater, Ponys sind scheiße. Ponys sind auf jeden Fall scheiße. Das ist schade. Ich hätte hier nämlich einen My Little Pony Dogtag für 2 Euro. Das ist, nee. Das ist was für unser Einhorn.
Euer Einhorn, ihr habt ein Einhorn. Ja, das ist leider auch nicht. Oh, das ist nicht euer Einhorn hier. Nein, das ist also. Du bist kein Einhorn, was bist du dann? Ich bin eine Fee. Jack's Fee! Jack! Jack! Wer ist Jack? Das ist der Hauptcharakter. Und wo habt ihr Jack gelassen? Nicht da. Ist aber schade. So, einen lieben Gruß an Holler in die Kamera, bitte. Lieben Gruß an Holler. Nochmal. Lieben Gruß an Holler. Dankeschön. Ich habe hier Melanie. Hallo Melanie. Ja, hi. Ich bin jetzt nach meiner Geschlechtsumwandlung sehr zufrieden, hier bei euch im Kanal zu sein. Sehr zufrieden. Ihr habt euren eigenen Kanal, habe ich gehört. Der soll aber 20% weniger cool sein als unser Kanal. Da habe ich andere Sachen gehört. Da hast du falsche Sachen gehört. Erläuter mal, warum unser Kanal 20% cooler ist als euer Kanal. Weil ihr Ponys habt. Das ist absolut richtig. Du kriegst eine Waschmaschine frei Haus, musst du aber selber bezahlen. Das ist sehr gut. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe mir auch gewünscht, zu dieser Convention zu kommen, mit einer Waschmaschine nach Hause zu fahren. Und ich würde mich noch freuen, wenn du dich öffentlich weigerst, dieses süße, niedliche Berry Punch Dogtag nicht zu kaufen. Nein, ich kaufe das nicht. Öffentlich. Das wäre jetzt eine doppelte Verneinung gewesen. Es gehört dir. 2 Euro bitte. Nein. Danke. Hör doch mal Holler. Ja, kennst du Holler? Nein. Kennst du Holler wirklich nicht? Ist das eine Waldfee? Das ist eine Waldfee. Willst du Holler kennenlernen? Lieber nicht. Dann grüß Holler mal schön in die Kamera. Hi. Deine epischen Übergabe. Spike wechselt den Besitzer. Leider erkennt der neue Besitzer die Qualitäten von Berry Punch nicht. Okay, 10 Euro nehmen wir auch. Dankeschön. 5 Euro? 5 Euro. Ah, du kannst Berry Punch noch mit dazu haben. Nein. Ach komm. Die ist so süß. Sucht ein neues Zuhause. Nein. Ich brauch wirklich nur Spikey. Alter, mach hin, die kommen da. Die kommen da. Raffi, erzähl uns was. Ich habe Hunger. Gib mir Fleisch. Oh. Gib mal den Ballon. Gib mir Fleisch! Ich habe Hunger! Vielleicht kann der Spikey besser. Pink, fluffy Unicorns dancing on rainbows. Und du noch? Oh Gott. Der pinke Vogel. Ich töte euch alle! Was? Warum hast du Pömpel? Weil ich ein außerirdischer Hase bin? Pömpelhase muss auch sprechen. Rabbit. Pömpelhase braucht auch Helium. Und dann schreist du das da. Das ist immer ordentlich so. Wir haben es hier mit einem übergroßen Slenderman zu tun, der uns gleich alle umbringen wird. Aber bevor er uns umbringt, stellen wir ihm noch kurz ein paar Fragen. Hallo Slenderman. Hallo. Wie heißt du denn? Jonina. Und wie viel Geld hast du für dein Cosplay ausgegeben? Über 400 Euro. War es das wert? Ja, unbedingt. Kurze Frage noch an oben. Kennst du Holler? Nein. Aber du willst Holler von oben grüßen, ne? Okay, mach ich. Dann grüß mal Holler in die Kamera. Dankeschön. Was stellst du denn da? Lightning aus Final Fantasy 13.2. Und das hat auch jeder so erkannt bisher? Jein. Also ich wurde schon gefragt, ob ich meine Schwester bin oder halt Lightning. Aber eigentlich ist das eindeutig. Hat aber viel Geld und Zeit gekostet. Ja, extrem. Und das war's wert? Ja. Woher kommst du denn? Hanmünden, deiner Gegend. Das ist wie weit weg von hier? Halbe Stunde Zugfahrt. Ah, das rentiert sich ja. Ja, auf jeden Fall. Aber du kennst nicht Holler, oder? Was? Du kennst Holler, oder? Ich verstehe. Holler kennst du, ne? Sagt mir jetzt nichts. Aber du willst Holler grüßen? Ja. Schick Holler Final Fantasy Grüße in die Kamera, komm. Hallo, Holler, liebe Grüße aus Lightning aus Final Fantasy 13.2. Dankeschön. Und wir haben hier Steve. Hi, Steve. Hallo. Er muss ein bisschen lauter sprechen, sonst hören dich unsere Zuseher nicht. Hallo. Noch lauter. Ja, ist ein bisschen schwierig zu reden. Lauter. Hallo. Wunderbar. Steve, wann baust du denn dein Haus endlich fertig? Naja, wenn ich demnächst wieder schöne Blöcke finde. Wenn ich demnächst wieder meine Spitzhacke habe. Also nie? Na, ich habe meine Spitzhacke verloren. Die ist in Lava gefallen. Wunderbar, dann hol sie. Ja. Geh und hol sie. Ja, hol ich. Jetzt sofort. Ich muss den Lavasee wiederfinden. Ja, du musst nicht nur die Lava wiederfinden, du musst auch Holler finden. Kennst du Holler? Nein. Aber du willst Holler grüßen, ne? Ja. Dann grüß mal Holler in die Kamera.
Hallo, holla. Dankeschön. Haben wir hier die? Mama. Elisabeth. Was machst du hier, Elisabeth? Ich guck mir hier die Kostüme an und ich bin das erste Mal hier und freue mich total. Ich bin total überfordert gerade mit allem. Was ist das für ein Gefühl hier? Was für eine Atmosphäre auf der Con? Ich würde sagen, so wie 68er, Love and Peace und jeder raucht einen Shit, nur ohne Shit. Weißt du das denn sicher? Bitte? Weißt du das denn sicher, dass hier keiner was raucht? Also ich habe viele gefragt und die haben alle gesagt, keine Drogen, keine Zigaretten, kein Alkohol. Das würdest du aber an deren Stelle auch tun. Ja, weil denen geht's gut hier. Ja, also dann bin ich froh. Ich bin ja so die Generation, wir hatten ja viel Alkohol, wir hatten viel Marihuana und viel Tabak. Das war so diese, ja, einfach dieses sich alles erkämpfen müssen, ja, und immer unzufrieden sein. Und hier habe ich das Gefühl, die sind alle so gechillt, die sind alle so ganz zufrieden, ja. Und das ist deine Tochter neben dir? Das ist meine Tochter. Und das gibst du alles einfach von deiner Tochter so zu? Ja, sicher. Das finde ich sehr schön von dir. Dürfen wir die Tochter auch noch kurz befragen? Ja, das dürft ihr gerne. Ist das deine erste Con hier? Ja. Kennst du Holla? Holla? Willst du Holla grüßen? Okay. Grüß mal Holla in die Kamera. Holla! Hallo! Und von dir auch nochmal? Ich kenne Holla nicht, aber ich sag trotzdem Hallo, Holla! Für Dr. Derrick TV, ich habe hier zwei echte Teletubbies! Könnt ihr den Song singen? Teletubbies! Teletubbies! Sagen Hallo! Oder so. Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit den Teletubbies? Das war unsere dritte im Bunde, die gerade drin ist. Die hat das irgendwie vorgeschlagen und eigentlich wollten wir gar nicht mitmachen, aber yeah, dann haben wir es doch gemacht. Die hat euch hier völlig belämmert stehen lassen und ist jetzt abgehauen. Genau. Ja, gewissermaßen. Die schämt sich für ihr Cosplay. Schämt ihr euch für euer Cosplay? Nein. Warum nicht? Weil wir cool sind. Könnt ihr auch was zeigen in eurem Bauch? Nicht, wir haben Fernbedienung leider vergessen, deswegen geht das gerade nicht. Aber wo habt ihr euren Staubsauger gelassen? Zu Hause. Der ist kaputt gegangen. Ja. Hat die Sicherung immer überlastet, das war nichts mehr. Hatte jemand zu viel Spaß mit dem Staubsauger? Ja, so in etwa, ja. Ihr wollt aber auch Holla grüßen, oder? Grüß mal Holla in die Kamera. Holla? Ja, Holla. Auf 3, 1, 2, 3. Holla! Dankeschön. Eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Die Prinzessinnen posieren mit Philly-Tieren. Wir wollen mal kurz interviewen, ob sie sich nicht schämen. Hallihallo, meine Damen. Nee, das ist doch kein Philly, aber... Oh Gott, das ist nicht. Was sagt ihr denn zu Philly? Kein Kommentar. Findet ihr Philly nicht schrecklich? Doch. Was? Jein. Philly sieht aus wie? Ein Pferd. Falsch. Da setzt ihr noch ein Nil davor. Sieht aus wie? Nilpferd. Richtig. Philly sieht aus wie? Nilpferd? Nein. Sieht aus wie ein Pferd. Oh, liebe Philly, hallo? Sagt ihr zu My Little Pony? Damals schon, aber heute. Ja, aus den 90ern. Ja. Was ist die aktuelle Generation? Magersüchtig. Ja, genau. Mit mutierten Hufen. Wir haben einen viel besseren Charakter. Magersüchtig und guter Charakter ist doch besser als dick und schlechter Charakter. Dicke müssen keinen schlechten Charakter haben. Müssen sie nicht, aber haben sie in den 90ern. Haben sie nicht. Okay, da können wir jetzt streiten. Wen stellt ihr denn so da? Aurora. Ariel. Ariel, die Meerjungfrau. Ja. Warum hast du das Cosplay gewählt? Weil es pink ist. Sonst kein Grund. Und weil sie menschlich ist und weil es mein Kindertraum war. Kurze Frage noch, kennt ihr Holla? Holla? Wo ist der Wüstenbusch? Holla? Ist zwar kein Wüstenbusch, aber ihr könnt Holla trotzdem in die Kamera grüßen einmal, okay? Hallo! Grüße! Dankeschön! Warum leisten Sie denn einen freiwilligen Beitrag zur Straßenreinigung? Macht Spaß! Sieht doch schön aus! Kriegen Sie Geld dafür? Schön wär's! Gebt ihr mir was? Vielleicht, wenn die Fragen alle korrekt sind. Wie heißt das Lieblingskuscheltier von Barack Obama? Felinara. Das ist leider falsch, aber trotzdem Dankeschön. Ich nehme auch Kinderriegel. Haben wir leider nicht. Wir hätten Dogtags für 2 Euro. Nö. Was stellst du denn da? Felinara von Pokémon. Und was tut die so? Ist ein Pokémon. Chillen, kämpfen, gut aussehen vielleicht. Mach mal eine Attacke vor.
Ich kann Moment, ich kann Sternschauer machen. Alles klar. Kennst du Holler? Was? Kennst du Holler? Was? Egal, grüße einfach Holler in die Kamera. Hi. So, hallo. Grüße. Hallo Holler und so. Hallo Holler und so. Danke. Ciao. Wen haben wir denn hier? Ein Kobold. Was sonst? Was macht der Kobold so den lieben langen Tag? Gerade ankommen und Leute suchen und angerufen werden. Nachdem du ziemlich irisch bist, ja, geh mal an dein Telefon hier ran. Wir hören mit. Ja, hallo. Telefonjoker ist aber nicht erlaubt. Ich bin auch gerade draußen, ziemlich direkt vor dem Eingang und werde gerade interviewt, seltsamerweise. Der ist betrunken. Wo ist der Park? Ah! Wunderbar, dann bis gleich. Ciao. Was sagst du dazu, dass hier eine übermäßig hohe Population von Asiaten sich angesiedelt hat? Och, da habe ich nichts gegen. Als Ire musst du ja ziemlich betrunken sein. Nein, ich bin mit dem Auto hier. Also noch nicht. Ja, das ist den Iren egal, die trinken und fahren. Ja, aber nur wenn der Verkehr in die andere Richtung läuft. Das macht sonst ganz seltsame Sachen mit deiner Optik. Achso, willst du uns noch Holler grüßen? Wen? Holler. Wer ist Holler? Ist egal, grüße in die Kamera. Ja, hallo Holler, wer bist denn du? Kann leider nicht antworten, aber dankeschön. Ja, bitte, bitte. Ja, servus, hier ist der Dash Linux. Jetzt fragen wir mal den Dr. Derek. Dr. Derek, was sagen Sie zu Ihrer neuen Kopfbedeckung? Meine neue Kopfbedeckung ist ziemlich awesome und der Mensch, der sie mir gegeben hat, ist auch ziemlich awesome. Du bist was? Wie bin ich was? Awesome! Achso, ja, awesome! 20% cooler. Super special awesome, würde ich sogar sagen. Sehr schön. Ich gebe das Wort zurück an Dash Linux. Ja, und ich gebe zurück ins Funkhaus. Auf Wiedersehen. Und wir analysieren die Küche hier auf der Konichi. Wie schmeckt denn die Bratwurst? Sehr gut. Ist das irgendeine spezielle Bratwurst oder ist das einfach nur so vom Grill? Also, Sekunde. Also ich würde sagen, der Wespe gefällt es sehr gut, wie man hier sieht. Es ist eine mit Schweinsdarm, so wie ich jetzt gemerkt habe. Und ja, ganz schön normal vom Grill. Aber Holler dürfte sowas nicht essen. Nee. Alles klar, Dankeschön. Danke euch. Verpiss dich! Hier geht zu ihm, er hat auch hier blau. Wir sind hier beim Waffencheck und da ja unsere stärkste Waffe das Mikrofon ist, lasse ich jetzt mal das Mikrofon vom Fachpersonal checken. Eine kurze Frage, wie heißen Sie denn? Madeline. Wollen Sie mal unsere stärkste Waffe das Mikrofon checken? Nein. Nein, schade. Gehen wir zum nächsten, wie heißt du denn? Stutzke, Tim. Und du willst auch nicht unser Mikrofon checken? Lieber nicht. Einfach check, check, 1, 2, 3. Kann ich auch Frauennamen sagen? Was auch Frauennamen sagen? Erika, Erika, so ist er, ne? Lassen wir das durchgehen? Das lassen wir durchgehen, oder? So netter Kerl. Alles klar, Dankeschön. Nachdem unser letzter Versuch, einen Eisdealer-Besitzer zu interviewen, fehlgeschlagen ist, probieren wir es mal hier kurz. Rivo, haben Sie Zeit für ein Interview? Ich nicht. Ja, Sie nicht? Was verkaufen Sie denn so für Eis? Ich verkaufe italienisches Eis, original italienisches Eis. Wollen Sie ein bisschen Eigenwerbung machen, so einen kleinen Spruch oder sowas? Ja, von was? Einfach nur fürs Fernsehen, kurzen Spruch. Ach hier. Ach so, vom Fernsehen, ja. So kaufen mein Eis, ne? Ja, kaufen immer schön italienisches Eis, das schmeckt am besten. Wunderbar, vielen Dank. Danke, tschüss. Ciao. Einen kurzen Augenblick später. Ich renne. Wir wollen hier mal ein paar Leute auf die Nerven gehen, die einfach so rumsitzen, die Nase voll von der Con haben. Hallihallo, wer seid ihr denn? Wir sind Besucher. Ihr seid Besucher und euch geht die Con auf die Nerven, deswegen sitzt ihr hier draußen rum. Wir haben nur eine Pause. Eine Pause von der Con? Von Con machen wir keine Pause. Wir sind schon zu alt. Ja, wie alt seid ihr zusammen addiert? Fast 50. Fast 50, oder traut ihr euch noch auf die Con? Ja. Also ihr seht beide schlecht, das sehe ich jetzt. Wie viel Dioptrien hast du? Minus 1. Minus 1, du? 0,5 bloß. 0,5, ja, das geht ja noch. Das ist ja ein Fensterglas. Naja, nicht ganz, aber... Was hat euch am besten gefallen auf der Con hier? Der Merchandise-Raum, wo die ganzen Posterfiguren und sowas waren. Bock auf My Little Pony Merch? Ein was? My Little Pony Merch. Was ist das? Rainbow Dash. So hier, ne? Der Rainbow Dash ist cool. Wir haben hier die Kämpfer vom
wie heißt es nochmal? KSK. KSK, Krieger der Koran-Siegeskämpfer. Was hat dich dazu bewegt, dem Koran dein Herz zu schenken? Da ich das Buch noch nicht mal gelesen habe, obwohl ich es vielleicht mal tun sollte, gehöre ich da nicht zu. Was sind deine Überzeugungen als Salafist? Ich bin kein Salafist. Das ist sehr schade. Deine? Ich bin auch keiner. Das ist ja Bullshit hier. Auch nicht. Was seid ihr dann? Evangelisch. Ja. Seid praktisch die evangelischen Freiheitskämpfer hier? Nein, so würde ich das nicht sagen. Und ihr wollt diese Halle einnehmen? Nein, das macht keinen Sinn. Warum? Ich weiß ja nicht, was will ich mit so einer Halle? Annektieren. Nein. Die sieht nicht schön aus. Müsste man neu streichen, Accessoires setzen, neu einrichten. Habe ich keine Lust zu. Aber dann kannst du wenigstens Holla grüßen. Grüß mal in die Kamera. Grüße. Dankeschön. Entschuldigung, dürfen wir den Waschbär interviewen? So, wie heißt du denn? Da komm ich mit hier mal ein bisschen. Wie heißt er denn, der Waschbär? Er hat noch keinen wirklichen Namen. Ah, ich wollte ihn Thorsten. Er heißt Thorsten. Warum heißt er Thorsten? Weil ich ihn von Thorsten geschenkt bekommen habe. Ergibt das Sinn? Wer ist Thorsten? Ein Freund. Ein Freund. Ein Freund. Ist das so ein guter Freund wie Holla? Wer ist Holla? Nein. Kennst du Holla nicht? Grüß mal Holla in die Kamera. Sag mal hallo Holla. Hi Holla, viele Grüße. Du hast es drauf. Wer bist du denn eigentlich? Ich? Ich bin jemand. Was ich cosplay oder wer ich bin? Ja, Cosplay und wer du bist. Ich bin die Kimberly und ich cosplay Trickster von Assassin's Creed Revelations Multiplayer-Modus. Das wird ein paar Jungs hier sicher gut gefallen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Weil ich es schön finde, weil ich das Spiel sehr gerne mag, weil es Bock macht. Bei also, dem Wetter nicht gerade, aber naja. Bist du eine richtige Zockerbraut? Kann man so sagen, ja. So ein bisschen. Gut, dann danke ich dir fürs Interview. Ciao. Wir sehen hier oder haben die einmalige Chance, abgeschminkte und unkostümierte Cosplayer zu treffen. Wie heißt ihr denn? Mara. Wie heißt du? Annika. Was habt ihr denn für ein Cosplay gehabt? Natsuma Asako aus. Jetzt ist mir gerade der Name. Emma Frost von den X-Men. Wie seid ihr drauf gekommen? Einige Freunde von mir wollten aus dem Comic was machen und da dachte ich mir, suche ich mir auch einen Charakter aus und das war. Ja, eigentlich sollte ich bei der X-Men-Gruppe mitmachen, aber ich bin nicht fertig geworden und ich hatte dazu nur noch rumliegen und dann habe ich es angezogen gehabt. Also kein persönliches Interesse, sondern mehr Gruppenzwang? Ja. Gehört die Zahnspange auch zum Cosplay? Wie bitte? Das ist sehr unhöflich. Ich muss das fragen, tut mir leid, gesetzliche Regulierung. Das kann gar nicht sein, wegen dem ersten Paragraph schon allein. Erzähl uns den mal, den ersten Paragraphen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich taste dich nicht an. Ich interviewe nur. Schon klar. Kennst du Holla? Nein. Aber du willst Holla grüßen, ne? Unbedingt. Dann grüß mal Holla in die Kamera. Hi Holla. Dankeschön. Bitteschön. Wer bist denn du? Hallo, ich bin der Claptrap. Und was machst du hier so? Rumlaufen und Freunde suchen. Hast du denn Freunde? Ja, natürlich. Warum findest du die nicht? Naja, ich weiß nicht. Die sind versteckt. Die sind versteckt, ja, da würde ich mich auch verstecken. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Con. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss. Danke. So, Pharao mit grünem Männchen. Sieht ziemlich außerirdisch aus. Police Academy. Hinterher. Holla braucht Fleisch. Das ist ein kleines Marsmännchen. Wo? Wo? In feuerfester Kleidung. Mit einer Grillzange. Ich denke mal, das ist hier von einer Gießerei oder so. Ja, so klein. So, hallo, typischer Fotograf, hallo. Hier ist ein typischer Moderator. Erzähl uns mal ein bisschen was über deinen Beruf. Ja, also man fotografiert erstmal die Cosplayer hier, damit man die natürlich später ins Bett kriegt. Ne? Also siehst du hier schon einmal leider nur einen Asiaten erwischt.
Einmal hier ein Reh, ein bisschen Sodomie ist auch nicht schlecht, ne? Und ja, so Christen halt. Wie ist denn die Statistik für diese Con? Für diese Con, ja, ich habe leider kein Zimmer gekriegt, da ist das mit den stündlichen Raten natürlich ein bisschen schlecht, aber... Aber im Freien geht's auch zur Not. Im Freien geht's auch, da sind Gott sei Dank überall Gebüsche und so. Alles klar, wie bist du auf dein Cosplay hier gekommen? Ja, ich habe halt gedacht, so praktisch denken, ne? Kommen schnell raus, schnell rein. Notfalls macht die Hose auf. Also bist du auch so ein Mensch, so der diese Furry-Stäbe hier mit Loch bevorzugt? Die sowieso. Alles klar. Gut, dankeschön. Direct TV, wo habt ihr denn euer Raumschiff geparkt? Ja, hier. In der Hand. Da passt ihr alle rein? Ja, ja, sicher. Kann euch da Schrotti reinbeamen? Kann er das? Ja, bestimmt. Bei mir lebt er nicht mehr. Fertig. Ja, klar kann er das. Warte. Schade. Klappt nicht. Klappt nicht. So, wer ist jetzt hier wer? James Kirk. Catherine Janeway. Tom Paris. Seid ihr nicht die mit diesen Scannern hier, die so Scanner haben? Scannt uns mal ab. Oh, der ist langweilig, nehmen wir den. Scheint alles voll zu funktionieren. Und was bin ich? Sieht nach Mensch aus. Das ist aber langweilig, ich kann der Scanner noch was anderes detektieren. Ein gesunder Mensch. Tja, gesunder Mensch. Auch nicht mit gesunden Menschenverstand, ne? Nee. Ja, das zeigt er leider nicht an. Der ist leider nicht mehr zurück. Haben wir schon gedacht. Okay, machen Sie mal kurz ein bisschen Werbung für Ihr Getränk. Nö. Was macht Ihre Cola eigentlich so ungesund? Das ist keine Cola. Was ist es dann? Dr. Pepper. Nehmen Sie mal einen tiefen Schluck aus Ihrer Flasche. Die ist zu. Sie wollen also Ihr eigenes Produkt nicht konsumieren? Eben. Warum das? Weil es zu bleibt. Es ist mit HMNO verseucht. Unter anderem. Alles klar. Kennst du Holler? Oh, muss nicht. Muss nicht, aber Holler kannst du grüßen in die Kamera. Muss ich? Ja. Nee. Na, ich verzichte drauf. Aber sag mal Hallo Holler. Na. Na, na, okay. Jo, gut, dann ciao. So, weiter geht's. Oh, wie wir sehen, ganz komische Leute. Aber wir haben schon ein paar Brownies gefunden, wenigstens mal normale Leute. Ja, wie wir hier sehen, ich habe vorhin Waldo gesehen, aber jetzt habe ich wieder verloren. Ja, wie wir sehen, viele, viele Leute, viele bunte Sachen. Oh, und das hat mich gerade blind gemacht, aua, aua. Geht's schon wieder? Oder? Nein. Warum? Geht nicht. Warum ist das Licht so hell? Na, das... Warum ist das so hell? Ja, weil du was sehen willst, Mann. Guck mal. Ja, aber warum nicht nach vorne? Warum nach hinten? Ja, willst du direktes Licht ins, als Model direktes Licht ins Gesicht haben? Natürlich. Nein. Warum? Das macht ja mehr Spaß. Hey, guck mal, wenn man die ganzen Fotos mit zu den Augen... Dann ist ja überblitzt, das Model. Ja, das macht rote Augen. Nein. Das ist schön. Rote Augen brauchen wir nicht. Gehört zum Cosplay. Die haben wir nach bestimmten Abenden morgens von allein. Ja, aber dann brauchen wir die doch nicht mit Photoshop reinretuschieren, die roten Augen. Nein, reinretuschieren brauchen wir die nicht. Der Direct TV ist bereit, wischt sich noch die letzten Reste vom Mittagessen aus dem Gesicht. Mit so einem Stab. Und hier haben wir auch eine nette Cosplayerin. Wie heißt du denn? Vanessa Engelhardt. Und was für ein Cosplay hast du heute an? New Queen Serenity aus Sailor Moon. Und was kann die so Besonderes so? Ja, die hat einen Stab, die kann Magie. Was kann die für Magie? Also halt mit dem Mondkristall kann sie Sachen machen. Alle Kornbesucher in Weißwürste verwandeln. Alle Kornbesucher, genau, richtig. Alle Kornbesucher in Weißwürste verwandeln, richtig. Und Weißbier dazu? Ja. Und Brezeln? Ja. Wunderbar. Würdest du ein My Little Pony Dogtag kaufen? Nein. Warum nicht? Weil ich nichts mit My Little Pony am Hut habe. Das ist aber schade, aber Holler kennst du, ne? Holler kennst du? Nein. Aber du willst Holler grüßen? Ich grüße Holler. Grüß mal schön in die Kamera und sag Hallo Holler. Hallo Holler. Dankeschön. Wir sind nicht RTL 1, wir sind nicht RTL 2, wir sind nicht RTL 12, wir sind nicht Pro 7, wir sind nicht Sat 1, wir sind Dr. Derek TV, vorne mit Dr. Derek und Zund. Wen habe ich mir denn hier? Hier habt ihr den Raymond Stantz von den Ghostbusters. Das passt aber gar nicht auf den Personalausweis drauf. Hast du ihn gesehen? Nein, zeig uns mal deinen Personalausweis. Nö. Warum nicht?
stehen Sachen drauf, die ich nicht verraten will. Zum Beispiel, dass du einen SATA-Anschluss am Gürtel hast. Ja, das steht vielleicht nicht drauf. Aber vielleicht braucht man den mal. Für wen arbeitest du denn? Ich bin selbstständig, habe meine eigene Firma mit ein paar Kumpels zusammen. Hast du schon ordentlich aufgeräumt hier? Oh ja, hier geht's ab heute. Hast du Holla auch schon mitgenommen? Wen bitte? Holla. Wer ist Holla? Holla ist eine Waldfee. Nee, wir holen ja nur Geister. Ich beauftrage dich jetzt offiziell, Holla mitzunehmen. Haben wir nicht die Ausrüstung für. Das ist aber sehr schade. Wir fangen nur Geister, Dämonen, Nebel, Spukgespenster, aber keine Feen. Ich glaube, Holla fällt unter alle Kategorien. Meinst du? Vielleicht. Gut, ich gratuliere dich zu deinem Funkgerät und wünsche dir noch viel Spaß. Ja, danke, euch auch. Und vielleicht grüßt du Holla einfach mal und lässt ihn wissen, dass du gleich hinter ihm her bist. Ja, Grüße an Holla, wir checken dich mal ab. Dankeschön. Und wir haben auch ein paar Hater hier unterwegs. Wenn wir das kurz mal ins Bild rücken wollen. Hier haben wir eine Pony-Free-Zone. Kann ich nicht ganz verstehen, nachvollziehen. Wir sind alle so nett. Und natürlich ist hier der Pedobär unterwegs. Das ist klar, denn alle Hater sind Pedos. Das lassen wir mal so stehen. Wir haben hier die Chance, in den Bus einen kleinen Blick zu werfen. Hallo Jungs, wie heißt ihr denn? Florian. Der Ernie. Und ich habe gehört, ihr seid absolute Hater. Was macht euch denn zu Hatern? Wissen. Hater wovon? Hater wovon? My Little Pony. Wissen. Ich verstehe dich leider nicht. Wissen. Wissen. Was für Wissen denn? Dass das scheiße ist und Schwuchtelkram ist. Ist wirklich Schwuchtelkram? Wie kommst du dazu, dass 90% der Bronies heterosexuell sind? Das ist nur Tarnung. Kannst du es beweisen? Ja, warte. Jetzt geht's los. Oh nein! Lass uns zensieren, tut mir leid. Alles klar. Wollt ihr nicht noch Holla grüßen? Wen? Holla. Wen? Holla die Waldfee. Ach so, guten Morgen. Prost. Alles klar. Wenn wir schon Cola Zero trinken, dann kriegst du so einen Fettbauch. Kannst du den Pony drauf tätowieren lassen? Nein. Würdest du dir eins auf den Arsch tätowieren lassen? Nein, aber ich kann dir mal zeigen, was ich darauf tätowieren lassen würde. Guck mal, so ein schönes Stuff hier. Das ist doch interessant, oder? Weil hier. Oder da. Alter. Wie wär's damit? Ist das ein gutes LO? Ja, natürlich. Oh, das ist der 10. Teil. Oh! Wie wär's damit? Hier, du musst auch draufhalten. War doch schon. Ja, war doch schon drauf. Ja, hier, noch mehr. Oder da. Oder hier. Oder da. Oder hier. Verteilt ihr sowas an Kinder? Natürlich. Das ist unsere Aufgabe. Habt ihr aber eine respektable Lebensaufgabe hier. Alles klar, dann danke schön in den Haterbus fürs Interview. Jawohl, Prost! Grüß dich. Ein kleines Resümee zur Konichi 2014. Das Wetter war scheiße, es gab Bratwurst mit Wespen. Wir haben tolle Leute getroffen, wir haben schlechte Leute getroffen, wir haben beschissene Leute getroffen. Aber am allerbesten hat Dash Linux gefallen. Ja, es hat wenigstens nicht geregnet. Es ist sehr schön und wir sehen uns vielleicht nächstes Mal wieder auf der Konichi 2015. Danke, ciao.